Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und zwar wollen wir Steam Tactics heute mal anzocken. Ich nehme es wieder in 4K auf, weil ich es direkt von der PlayStation 4 aufnehme, mit einer hohen Bitrate. HDR hat es bis jetzt noch nicht. Ich gucke nochmal nach. Nein, hat kein HDR. Musik auch wieder lauter machen. Also wenn jetzt hier irgendwie was passiert vom Bild her oder dass das abgebrochen wird, dann ist es der Kater, weil der sich hier auf den Tisch rollt wie so ein Bekloppter und hin und her schmeißt. Wir müssen taktisch vorgehen, und zwar müssen wir die ausschalten, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Das erinnert mich ein bisschen an Gladius. Da war der auch immer so. Dass man da konform, in Etappen vorgehen konnte. Und gewonnen. Also wir können uns nicht 1:1 dem Gegner stellen. Wir müssen gucken, wo unsere Ziele sind, wo wir hinzielen können. Also machen wir weiter. Ich will weiter. Ich will weiter. Trophäe. Ja, okay. Ich will einfach weiter. Ich will gucken. Zieht den kaum was ab. Oh, die sind aber. Okay, die sind zu hart für mich. Also Level 2 brauche ich noch nicht versuchen. Thank you.
viele von euch wird es total langweilig sein. Wegen dem Rundenbasierten und dass man halt warten muss und so. Aber ehrlich gesagt, ich finde so eine Dinger echt ganz schön cool. Aber okay, geht mir anders. Oh, da, da. Auf das große Schiff abgesehen. Quatsch, mal machen wir erstmal das eine Platt hier. Scheißegal. Sollen wir nur ihn gegen nach? Aus Silber schon. Okay. Wartet mal, ich guck mal schnell nach, weil viele von euch interessiert das immer. Hatte der nur Silber? Hatte nur 100% oder hat es Platin? Es hat Platin. Also ihr könnt in dem Spiel Platin machen. Jetzt noch mal. Okay, also da habe ich keine Chance. Schön. Okay, also hat mein Handy als okay Google anerkannt. Okay. Warum nicht? Nur weil ich okay also gesagt habe. Ach, schon wieder von Lidl eine Spam. Also angeblich Lidl, dass man hier 500 Euro Gutschein gewinnen kann. Leute, macht mal kleine Info am Rande. Macht sowas nicht mit. Das ist der größte Schwachsinn. Ihr kriegt da gar nichts. Das ist einfach nur Daten sammeln. Die wollen einfach nur eure Adresse, Telefonnummer, Name, sowas wollen sie haben, damit sie das weiter sammeln können und verkaufen können an Firma XY, die euch dann mit Spams vollballert. In einer Bredouille. So, 2 gegen 2.
der ist auch gleich weg. Scheiße. Shit. Muss ich nochmal versuchen. So, ich muss gucken. Einmal rüber. Der ist gleich weg. Fuck. Ich muss den großen machen. Ich habe keine Chance. Immer noch knapp, aber fuck, ey. Ich habe nichts zum Verbessern. Thank you.
Scheiße. Bulldog, Old und Red. Ich habe nur zwei. Warte mal, dann nehmen wir jetzt hier die beiden. Und die beiden beim anderen, okay. So, jetzt haben wir mehr Waffen. Knappe Angelegenheit. Okay, also mein Termin. Ich hab gerade einen Hänger hier. Irgendwie hängt's gerade. Müssen wir mal ins Menü zurück. Thank you.
ist denn jetzt hier? Ach, ich Trottel, ich hab alles verkauft, oder was? Ach, was ist denn hier? Warum hängt denn das jetzt? Also ich kann hier auch nicht mehr... Keine Ahnung, woran gerade das, wo es hier jetzt gerade hapert. Ich starte jetzt einfach mal nochmal eine Mission. Ach, ich habe kein Flugzeug. Oh, ich Trottel, habe doch alles verkauft. Jetzt hakt das hier. Komme nicht mal mehr ins Menü. Ja, das war jetzt mein Fehler. Da war ich schneller, als ich eigentlich sein sollte. Da habe ich jetzt Mist gebaut, weil ich alles verkauft habe. So ein Scheiß. Ich habe gedacht, ich kaufe. Ach, naja. Ja. Ist ein schönes taktisch basierendes Spiel. Ich mache nur an, dann könnt ihr nochmal den Anfang sehen. Mir persönlich gefällt es sogar. Also einige sagen ja dann immer, oh, man muss High-End sein und muss das Neueste vom Neuesten sein. Selbst so eine kleine, und komischerweise diese kleinen Spiele, die fesseln mich meistens so ja noch mehr als, teilweise mehr als so eine AAA-Titel. Da kannst du so viel Zeit reinsetzen in so ein Spiel. Also wir müssen auf jeden Fall einen neuen Spielstand anfangen, weil das hat so keinen Sinn. Wir können ja nicht mehr fliegen, können gar nichts mehr machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, HDR hat es nicht. Ich habe es in 4K gespielt mit 60 FPS. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel hier ankommen. Der zeigt er mir nämlich nicht an. Mein Monitor, der zeigt halt nur an, dass 4K ist, aber nicht wie viel ankommt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich werde kein Intro, kein Outro, kein gar nichts machen. Ich werde so, wie ich sie gespielt habe und vor mir gesehen habe, werde ich es hochladen für euch. Und angezockt, damit ihr sehen könnt, wie es ist. Und wie gesagt, mir persönlich gefällt es. Sogar, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das öfters mal machen. Ja, und dann will ich mich jetzt hier verabschieden, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.